Hallo, liebe Leute, ich begrüße euch hier in meinen neuen Räumlichkeiten. Und beim letzten Mal, das letzte Video, naja, es war halt ja noch in meiner, naja, alten Wohnung, in meinen alten Drehräumen. Und das ist jetzt hier mein neuer Raum. Der ist noch nicht ganz fertig. Ich gehe mal nochmal ein Stückchen nach hinten, dass ihr das nochmal so ein bisschen mehr seht. Da. Und alle Leute, die hier reinkommen, sagen immer, oh, diese Tapete ist sehr cool. Da gehen wir mal näher ran. Und zwar ist das halt eine Fototapete. Die ist sehr cool. Ich will hier mit dem Video einmal mal so einen kleinen aktuellen Stand euch mal geben und euch mal zeigen, was ich bis jetzt hier schon gemacht habe. Drüben ist hier mein Regal mit den ganzen Zeitschriften. Das hattet ihr vielleicht mitbekommen im Status und so. Ich suche immer noch Leute, die das chronologisch ordnen. Ja, wir haben hier so... Sorry. Ja, 2018, 14, 15, ihr seht, ne, alles ein bisschen 2016, 15, 18, 13. So, und hier unten geht es dann los, wo wir dann so 2011 haben. Ich guck mal. Ah, das könnt ihr alles nicht so richtig sehen, glaube ich. Ne? Dann haben wir hier 2010, dann haben wir... Also es geht zurück auf jeden Fall bis 2007, Ende 2006, glaube ich sogar. Ich komme hier mal so ein bisschen unten dran. So, und ja, so sieht das Ganze hier aus. Und da hinten sollen Gitarren noch, also oben dran. Hier sollen auch noch Gitarren oben dran. Aber ihr hört das jetzt vielleicht. Das ist jetzt hier, Moment, ist so die Couch, wo die Schüler Platz nehmen, die Eltern und so. Da das Regal wird auch noch gefüllt. Und ja, hier haben wir noch relativ viel Raumklang drin. Und da muss ich mal schauen... die Schalldämmmatten, die wir da zum Beispiel auch bei einem Verstärker hier, da habe ich ja ganz, ganz viele noch von, die werden hier auch platziert, aber erstmal, also ich will nicht alles mit Gitarren voll klatschen, sondern es soll ein bisschen schlanker werden als beim anderen Raum, auch die großen Verstärker sind jetzt alle hier nicht drin, weil wir nämlich noch einen Bandraum, da gehen wir jetzt mal einmal hin, das sieht aber da alles noch ein bisschen rudimentärer aus, aber ich zeige euch das. Moment, ich mache einmal Pause. So, jetzt geht's hier weiter. Und zwar, wir sind hier unten im Keller und hier werden wir, hier entsteht jetzt ein Bandraum. Und dieser Raum, den wir jetzt hier sehen, das war ein Partykeller. Der Vorbesitzer hat es hier hinausgekauft und der Vorbesitzer hat das, hat sehr viel Mühe hier reingegeben. Und naja, ihr seht, es ist jetzt hier gerade ein bisschen dunkel noch, weil ich hier so dabei bin. Und hier vorne war eine Theke. Da seht ihr unten. Da war die Theke, richtig schön gemauert und so. Die haben wir hier abgerissen, weil was brauche ich eine Theke? Ich brauche keine Theke im Bandraum. Und ich mache mal ein bisschen mehr Musik, sage ich schon, ein bisschen mehr Licht hier. So, plopp. Sehr schön. So, und ihr seht, hier ist noch ganz schön viel was zu tun. Hier, das sieht jetzt ein bisschen wild aus, aber das Ganze wird jetzt auch mit Schalldämmmatten hier versehen. Und damit wir nicht ganz so laut sind. Und das ist, war hier das Kellerfenster. Und da habe ich eine ganze Schaumstoffmatratze reingeschnitten. Das ist jetzt die dritte Lage, wo also die Reste drauf gekommen sind. Und dann kommt da auch nochmal Schall der Matte drüber. Ihr seid hier war quasi so eine Theke bis hier vorne mit Zapfanlage. Und hast du nicht gesehen, die liegt da hinten noch. Und da seht ihr noch die Steine so, haben wir alles schon rausgeräumt. Und hier noch Borussia Dortmund. Ja, 94 und so ein paar andere geile Sachen. Hier ist sexy, lass die Sau raus, Freiheit für alle Schinken. Die nackte Kanone 17,5, besser gut drin als fein raus und so weiter. Ihr seht, das war hier richtiger, schöner Robot-Partykiller. Das wird alles zum Bandraum hier. Das wird richtig cool, kommt ein Schlagzeug rein und große Verstärker und so weiter. Ja, da halte ich euch auf dem Laufenden. Ich hoffe, da seid ihr irgendwie mit dabei. Ich mache mal einmal so, dass ihr mal einmal so die Dimension mal so seht. Hier und ihr sagt, da wo ihr jetzt steht, soll Schlagzeug hin. Da hinten, wenn wir es alles hinkriegen mit Verstärkern und so, soll hier eventuell eine kleine Couch hin. Und mal schauen, da sind noch so kleine Lautsprecher, werde ich auch alles mit einbinden. Und dann da hinten das Podest, da kommen dann Laptop und sowas hin und vielleicht eine kleine Aufnahmestation. Und so weiter. Deswegen, es wird sehr, sehr spannend. Bleibt einfach mal so dabei. Ich halte euch, ich halte euch auf den Laufenden damit. Und ja,
Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt mich. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich einen Bandraum baue, aber das wird halt mein eigener Bandraum. Deswegen will ich da so ein bisschen auch, dass es halt ordentlich ist, ne? Dass es ordentlich gemacht wird. Hier kommen auch noch Lastenregale rein für die Verstärker und so weiter. Also ich glaube, das wird richtig gut. Ist aber auch ein bisschen aufwendig, also zeitlich, ne? Soll jetzt kein Wissenschaftsprojekt werden, weil ein Bandraum ist ein Bandraum, aber trotzdem soll es ja einigermaßen gut werden, ne? Deswegen, ihr werdet jetzt den Raum, so wie ihr den jetzt hier seht, das letzte Mal so sehen. Ich denke mal so, das nächste Mal vielleicht habe ich dann schon einen Schalter mittendran oder hier der Teppich wird halt hier ausgelegt. Der Teppich ist auch so eine kleine Wärme, nicht Wärmebedenken, eine Schalldämmung. Und ihr seid da hinten das Fenster. Das war halt so ein ganz klassisches, ne? Kellerfenster und da ist jetzt einfach Schaumstoff komplett vor, habe ich reingeschnitten das Ganze und das war jetzt hier alles nur noch das, was dann über war und da kommt hier diese schicke Gardine drüber. Nein, da kommt dann Schalldämmmatte komplett überall und dann werden wir mal schauen, weil wenn ich jetzt hier so rede, habe ich auch immer noch Raumklang. Das wollen wir komplett weg haben. Man kann so einen Raum nie komplett hundertprozentig schallisolieren, aber so, dass die Nachbarn nicht ganz so gestört werden. Ja? Also ich habe dann schon vor, einmal den Unterricht halt hier laufen zu lassen, für, so, dass man sehr praktisch live orientiert, dass ich mal am Schlagzeug spiele und der Gitarrenschüler zum Beispiel mal, das habe ich früher sehr, sehr viel gemacht, das vermisse ich ein bisschen. Und natürlich, dass ich wieder ein paar musikalische Projekte anstoße, habe ich am Laufen, aber es ist halt cooler, wenn man das unter realen Bedingungen dann machen kann. Bleibt auf dem Laufenden und bis später mal. Ciao, ciao.